Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen hier bei UFO-Mann LP. Wir spielen wieder eine Runde Slime Ranger. Was hast du denn da? Da hängt doch... Du hast versucht... Der kommt da... Versucht da an die Moorrübe ranzukommen. Ist das süß. Apropos Moorrübe, liegen hier noch Moorrüben rum? Hier gab es ja auch Hühner. Ich könnte noch eine Hühnerfarm einrichten. Ach, was für eine Aufregung. Oh, die haben schon wieder Zeug produziert. Ich würde das Ding hier eigentlich auch ganz gerne mal, müssen wir mal gucken, upgraden, dass ich nicht jedes Mal alle einsaugen muss hier. Gucken wir gleich mal. Erstmal ein bisschen Geld verdienen. Oh, was ist denn jetzt passiert? Ein Achievement anlockt. Den Plot Paddler. Das ist bestimmt dieses Teil, was ich eigentlich suche. Mal gucken. Den Port Paddler. Hier, Port Collector. So ein Ding brauche ich. Kostet 500. Oh. Der sammelt mir dann, den brauche ich dann nur noch absammeln. Der sammelt mir automatisch das Zeug. Eine Music Box. Wozu sind die? Music Box spielt Musik. Um die ruhig zu halten, die Slimes. Okay. Okay, dann werde ich euch mal das möchte ich noch haben und das möchte ich noch haben. Lass mich mal raus hier. So, dann werde ich euch Zeug hier wieder reinballern. Man kann dann oben auch noch ein Netz anbringen, damit die nicht rauskommen. Vielleicht sollte ich noch mehr produzieren. Aber umso mehr Slimes ich habe, umso mehr Nahrung brauche ich auch, wa? Und das ist fraglich. Wo ich so viel Nahrung herbekomme. Ich hätte auch gerne noch ein... Oh, hallo, hallo, hallo. Ich hätte auch gerne noch einen zweiten... Ohne Kiste. Oh. In so einer Kiste sind dann meist so Überraschungen drin. Die man so einsammeln kann. Oh, hier ist ja noch nicht allzu viel passiert. Dauert natürlich immer eine Weile. Ich könnte die auch hier draußen, die könnte ich natürlich auch füttern. Ah, guck mal, da drüben ist so ein Bärenbaum, da würde ich ganz gerne hinkommen. Mal, die werde ich mal rausschmeißen. Damit ich da oben die Bären einsammeln kann, muss aber vorsichtig sein, dass ich nicht verletzt werde. Ja, Bären, Bären. Pogofrucht ist gut. Habe ich wieder Futter für meine Schleimis. Oh, den kann ich nicht sammeln. Da muss ich mal die Henne vielleicht mal wegballern. Kann die nämlich auch sammeln. Da kriegen wir bestimmt ein bisschen mehr Geld für. Oh, den Inder kann ich nicht sammeln. Hau ab, Mann. Lass mich. Beschädige mich Gott sei Dank nicht. Ey. Oh. Hier ist gefährlich, das müssen wir jetzt noch freischalten, das Gebiet. Möhren. Ach, die Möhren passen auch nicht mehr ins Inventar. Oh, Mann, 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 Mann. Könnte ich noch was rausschmeißen? Die Möhren... Oh, guck mal. Leute, das macht irre Spaß. Unglaublich, wie viel Spaß das macht, so dumm wie das ist. Die sehen auch schön aus. Oh, was die für lustig... Hat die so für lustige Geräusche machen? Ich hätte gerne noch mehr Möhren. Oh, wir werden mal hier ein bisschen rumsammeln. Und da müssen wir aber. Da müssen wir aber auch. Da müssen wir aber auch wieder zurück unsere Slimes füttern. Und vielleicht sogar ein bisschen Kohle verdienen. Hühnchen ohne Ende. Mal, wenn hier so viele Hühnchen sind, vielleicht sollte ich dann die Karotten mal rausschmeißen. Und hier die kleinen Hühnchen sammeln. Den geht ja nicht, aber den könnte ich noch mitnehmen. Die könnte ich noch mitnehmen. Der ist mir hier ständig im Weg. Ich werde schon ein bisschen verletzt von denen, aber macht mir jetzt nicht so viel aus. Ich meine, irgendwann ist man dann wahrscheinlich zu beschädigt. Jetzt mal wieder zurückgehen. Oh, unser Port ist auch voll. Wir können jetzt ja nicht groß sammeln hier. Mal gucken, wie viel Kohle wir dafür kriegen. Wir haben jetzt auch genug Früchte, hoffe ich mal. Um unsere kleinen Slimes zu ernähren.
Na, habt ihr Hunger? Ich hab euch was mitgebracht. Pogo Pro. Und zwei Hühner könnt ihr ohne essen. So, den Rest verkaufen wir. Man kann sich später wohl auch noch Silos bauen, wo man dann den Plur lagert, solange bis die Preise wieder steigen. Muss auch mal gucken. Ich glaube, man kann die verändern, wenn man, bin ich mir noch nicht so sicher, entweder wenn man die miteinander, nee, ich glaube nicht, wenn man die mit was Falschem füttert, dann kann man da irgendwie Mutationen hervor, oh! Kann man da Mutationen erzeugen? Oh Mann, ich habe schon so viel Kohle. Dann könnte ich ja gleich diesen automatischen... Aber noch besser wäre vielleicht, wenn ich noch mehr Nahrung hier erzeuge. Ich weiß es gar nicht. Ich finde diese automatischen Sammelteile ziemlich cool. Ich würde euch das auch gerne jetzt noch zeigen in der Folge. Dann kaufe ich mal, wenn die Kohle jetzt reicht, so ein, hier das Ding hier. So, der müsste ja jetzt da sein, oder? Ja, hier. Und da kann ich automatisch die Dinger, dann brauche ich nicht mehr immer rein in den Käfig, sondern kann die automatisch sammeln. So, hier können wir jetzt schon mal ernten, das ist schön. Ja, nachts kann es so ein bisschen gefährlich werden und so weiter. Und ich denke mal auch, dass man die Gesundheit nachts regenerieren kann. Jetzt möchte ich aber diese Nacht, hier dauert es noch eine Weile, diese Nacht möchte ich nicht schlafen. Jetzt nur meine Viecher hier. Oh, da ist einer ausgebrochen oder was? Bist du oben rausgekommen? Ich glaube, es wird auch Zeit, dass ich da mal ein Netz dann bei Zeiten ranbaue. Oben. Oh, was haben wir denn hier? Das kenne ich auch noch nicht. Können wir da machen? Oh, Tora West. Dwings A und da können wir. Aha, aha, aha. Oder kann ich was verkaufen? Oder was kaufen? Phosphor Slime, Stonehenge. Entry Kive. Ach so. Wir können hier 12 Phosphor Slime verkaufen und können dann 15 Pink Ports bekommen. Oder wir können Steinhenge verkaufen. Ah, ein Handelsposten. Das ist ja geil. Das ist ja gut. Könnten wir jetzt ein bisschen Kohle verdienen? Ja, ich habe nicht so viel Essen, sonst würde ich noch mehr von euch mitnehmen. Ach, guck mal die hier. Die kann ich, glaube ich, verkaufen, wa? War das nicht so? Die sind nur nachts unterwegs. Wenn ich davon noch mehr finde, kann ich die verkaufen. Solange ich noch kein neues Gehege habe, wo ich die... Die sind auch sehr lichtempfindlich. Die sterben wohl bei Licht. Und da muss man, es gibt so ein Update, wo man dann Käfige hat, die einen UV-Schutz haben, dunkle Käfige. Und da kann man die dann reintun, die Phosphor-Slime. Aber ganz schön wenig Phosphor-Slime hier unterwegs. Ich hätte gerne noch ein paar mehr. Das Zeug hier ist auch ganz gut. Alter, was ist das? Oh mein Gott. Horror-Slimes. Komm mal erstmal wieder ab. Das ist mir ein bisschen unheimlich hier. Scheinbar... Oh. Scheinbar sind nachts hier ein bisschen gefährlicher. Verpfeifen mich mal wieder. Kam auch gleich so eine Horrormusik. So, ich hoffe mal, der Ton haut einigermaßen hin. Ich habe versucht, das schon alle vorher schön einzustellen. Ich hätte gerne noch mehr von diesen... Man ist hier nur am Rennen. Ah, ja. Und dich hätte ich auch noch gerne. Ja. Ich weiß ja nicht, wie viel ich... Wie viel braucht ich da? Nehme ich noch mit. Ah, ja, ja. Kommt her, kommt her. Ich will euch alle haben. Ich will euch alle verkaufen, um Geld zu machen, damit ich einen zweiten Käfig bauen kann. Oder ich belasse es erstmal dabei und mache dann oben, mache da ganz viel rein und baue dann erstmal ein Netz. Wäre auch eine Aktion, oder? Dass ich erstmal oben so ein Netz ranbaue und das Ding richtig voll knalle. Wäre wahrscheinlich von der Logik her das Beste, oder? So, zu essen habe ich jetzt gar nichts gefunden.
Aber dann würde mich mal interessieren, mit den 12 Stück brauche ich da? Ach, 12 Stück für 15, das ist ja ganz schön wenig. Finde ich aber sehr wenig. Geht nochmal zurück. Ich habe keine Nahrung gefunden nachts, wa? Hallo? Oh, Nahrung. Ist noch nicht so weit, muss erst noch heranreifen. Die Datei von dem Spiel ist auch nicht besonders groß. Ich glaube höchstens 700 MB oder so. Oh ne, dich will ich erstmal noch nicht. Also diese Horrorviecher, ich weiß gar nicht, was das ist. Was ist denn das? Die sind schon ziemlich gruselig. Die fressen unsere Slimes. Die fressen die Slimes. Gefällt mir ja gar nicht. Guck mal, der sieht auch gruselig aus. Mal kurz mal gucken, wie die heißen. Tada! Der frisst Slimes. Bist du... Ah, ich weiß gar nicht, ob ich den auch in den Käfig einstellen kann. Einpacken kann. Oh. Oh, Ranger frisst er auch. Oh, 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 oh. Er frisst Slimes, Essen und ich weiß nicht, ob die bisher hier glitschen. Slimes, Essen und Ranger. Ah, ich brauche noch 4 von diesen Leuchtteilen. Gibt es hier eigentlich noch andere Gegenden? Nee, warte, das ist hier. Muss ich erst freischalten, wenn ich noch andere Gegenden haben will. Was ist denn das hier? Eine Slime-Skulptur? Sieht ein bisschen so aus, wa? Ach, meine lieben Fruchtgummis. Und die Horror-Dinger, die sind immer noch am Start. Wo ist weg hier? Aber die sind bestimmt nur nachts da. Kommt der mir hinterher? Ich glaube nicht. So, Leute, Nahrung brauche ich. Nahrung, Nahrung. Und ich glaube nicht, dass das schon irgendwann nachgewachsen ist. Vielleicht können wir hier schon ein paar absammeln. Oh ja. Das ist eine sehr praktische Sache. Da muss man... Wie, was? Kann ich die nicht im... Ich habe doch einen Port frei. Oh, er kann immer nur eine Sorte machen. Das ist ja doof. Dann müssen wir mal die ganz schnell verkaufen. So. Die anderen liegen da hoffentlich noch. Ja. Na, geht ja langsam richtig zur Sache hier, oder? Ist hier schon neue drin? Nö. Alter, die essen das... Doch, die essen doch alles eigentlich, wa? Die haben Hunger. Ich glaube, dass sie ganz übel Hunger haben. Die haben richtig Hunger. Ich kann euch ja... Na, wenn ihr alles esst, esst ihr auch die Dinger? Essen... Oh. Oh, jetzt habe ich ein... Was ist denn das für einen? Ein Pink Phosphor Slime erzeugt. Sorry. Also kann man die doch miteinander kreuzen. Entschuldigung. Könnte noch mehr von diesen fliegenden Slimes gebrauchen. Die glaube, ich werde jetzt auch mal... Ich glaube, diese Phosphor-Slime muss ich da rausnehmen, weil die... Oh, passt hier nicht... Entschuldigung, Mann, ich muss husten. Der passt nicht in meinen... Guck mal, da kriegt er bestimmt einen Haufen Geld für, wa? Der passt nicht in mein Inventar. Warum das? Ich hätte den ganz gerne. Warum passt du nicht? Das ist zu groß. Aber warte mal, ich mach das mal anders. Ich nehme ihn mal so. Gehe mit ihm zusammen raus. Und lass den mal hier liegen. Muss den irgendwo anders hinbringen, der stört mich. Weil der wird nämlich, ups, denke ich mal, tagsüber explodieren. Deshalb kann ich den hier nicht gebrauchen.
So, zurück. Die Möhren mal schnell ernten. Sag mal, waren da eigentlich schon neue Leuchtdinger? Im Laufe des Games werde ich mir auch mal die Namen von den Schleimsorten mal merken. Hier schön essen. Hier war ja gar kein Essen. Eine Karotte nur? Achso, ich bin ja gar nicht dazu gekommen, hier ordentlich abzufarmen. So, kommt her. Ich nehme euch alle mit, meine lieben Kanonen. Oh, hier gibt es auch schon Ernte. So, dann können wir die nämlich gleich füttern. Ich glaube, die verhungern gar nicht. Die produzieren einfach nicht weiter und versuchen auch abzuhauen dann. So, dann können wir die nämlich jetzt schon mal schön füttern. Und jetzt würde ich auch gerne ganz... Ich weiß nicht, ob ich das noch höher bauen kann, das Ding. Nee. Ein Ehrennetz bauen. Jo, und jetzt kommen die nämlich oben nicht mehr raus. Und jetzt können wir den Käfig im Prinzip richtig voll knallen. Was habe ich denn jetzt? Oder muss ich mit links machen? Hä? Waren da so wenig nur drin? Hä, warum kommen die nicht raus? Oder braucht ihr immer eine bestimmte Zeit? Weiß ich nicht. Mal gucken. Verkaufe ich erstmal die 5 hier. So, sehr schön. Und jetzt habe ich immer noch 7 Phosphorschleim. Die möchte ich aber auch... Ich möchte die nicht eigentlich im Moment noch nicht anbauen. Ich würde gerne erst die anderen... Ach, guck mal ihn an. Wen haben wir denn da? Du störst. Ich brauche 12 von den Phosphordingern. Dann hau doch mal ab, du verstopfst mir hier alles. Wow. Ich brauche 12 von den Dingern. Um die zu verkaufen. Mann, warum sind... Die haben sich hier schon vermehrt, die Dinger. Die sammle ich nächstes Mal. Aber ich glaube, die zerplatzen, wenn es hell ist. Oh, den werden wir erstmal wieder wegballern und dann sammeln wir die noch ein. Oh, da haben wir noch einen. Wo ist der? Wo ist der jetzt? Mist. Mist, der hat sich verbunden. Gut, mir schick noch. Ist hier Morüben noch? Ja, können wir gleich wieder unsere Slimies füttern. Cool. Ja. So, ich brauche jetzt, bevor es hell wird, das wird bestimmt bald hell. Ich brauche noch einen von diesen Leuchtdingern. Hier ist er doch, oder? Ja. So. Kann ich die nämlich verkaufen? Cheap, cheap, cheap. Kann ich die nämlich verkaufen und kriege dann da nochmal ein bisschen Kohle. So, noch ein paar Früchte. Mann, hau ab. So, mehr möchte ich von euch nicht haben. Schön Karotten. Die 12, wenn ich die los bin, habe ich wieder einen Inventarplatz frei und dann ist schick. Ich hätte gerne dann lieber die stacheligen blauen, die da hinten sind. So, mal gucken. Nein! Jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht. Oder? Oder nicht? Trade me 12 davon und dann bekommst du Pink-Dinger. Muss ich hier... Hä? Da sind jetzt 12 von 12 drin. Dann nimm mir doch die Pink-Dinger. Hm, weiß ich nicht. Ich habe jetzt hier irgendwas falsch verstanden oder nicht richtig gelesen. Shot into the... To complete the trade. Ich kann den Trade erst abschließen, wenn ich noch 7 Steinhühner reinpacke. Okay. Verstanden. Hallo Leute. Hier, ich habe euch ein bisschen was zu essen gesammelt. Die Global wird auch gleich Zeit, dass ich einen zweiten Stall mir einrichte. Aber wahrscheinlich muss ich da eine Fleischproduktion noch starten. Mal gucken, was der kostet, der zweite.
Kerle. Ah, der kostet 250, so viel habe ich natürlich noch nicht. Hat war das hier? Hier habe ich noch gar nicht geguckt. Achso, das hängt Jetpack. Oh, die Folge ist schon wieder vorbei. Mann, geht das schnell. Okay, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hier bei Slime Ranger. Tschüss.